Mahlzeit, Leute. Ja, ihr schaut Feuerwalz, ich bin's, der Sascha und heute bin ich in Kausa Combat. Ja, das Ding ist frisch erschienen für die Oculus Quest, ist ein Port von der Go und zählt als einer der besten Achterbahn-Simulationen in VR. Das ganze Ding ist mit so ein bisschen Action kombiniert, also ich muss gleich so ein bisschen schießen, ist aber nur ein Einzelspielerspiel, also viele hatten ja auf Multiplayer gehofft, ist es leider nicht. Und dann gucken wir uns das jetzt an. Ich mache erstmal meinen Account, natürlich den, ist klar. So, und dann haben wir auch schon das Menü. Das sieht gut aus, muss ich sagen. Ist gutes Questniveau. Ist relativ scharf und gibt es eigentlich nichts zu meckern. Da oben ist ein Yeti. Hallo Yeti. Hi, hi. Das ist gesperrt, was immer es ist. Dann haben wir einmal Himalaya Heights. Wir haben Neon Knight. Wir haben was Gruseliges. Wir haben Pirate Paradise und Volcanic Rally. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5 Bahnen auf jeden Fall. Plus diese Bonusbahn, was immer das nachher ist. Das ist für 10 Euro völlig in Ordnung. Andere Achterbahn-Dinger kosten da echt ein bisschen mehr. So, ich sitze in so einer Loge, auch das ist cool. Ja, ich sitze übrigens, klar, ist ja auch ein Achterbahn-Spiel. Das macht im Stehen ja keinen Sinn. Und dann schauen wir erstmal in die Einstellungen. Achso, das ist wieder nur der Name, okay. Highscores, Credits, Quit, das war's. Mehr kann ich hier nicht tun. Dann würde ich sagen, wir ackern uns von links nach rechts durch, ne? Was haben wir hier? Easy, Hard, Right On. Dann, ach so, dann brauche ich nicht schießen. Wir machen aber mal mit Schießen, ne? Komm. Er lädt. Jetzt bin ich echt gespannt, weil das Ding echt sehr gelobt wird, ne? Als Achterbahn-VR-Spiel. Oh! Shoot all Gems. Okay, das sind meine Waffen. Es ist flüssig, Leute. Okay, die Grünen muss ich abschießen. Das ist aber schnell. Also das Schießen geht ziemlich einfach. Oder auch nicht. Okay, ich kann hier auf Weichen abschießen. Das Spiel selber ist ein bisschen blass, auf jeden Fall dieser Level. Aber es läuft flüssig und das ist wichtig bei einer Achterbahn. Ich kann nicht mit links schießen, weil ich krieg's nicht hin. Jawohl. Aber man kann sich hier gar nicht auf die Strecke konzentrieren. Wow, jetzt geht's abwärts. Also optisch ist das so wie diese anderen Achterbahnspiele, muss man sagen, ne? Was ist er denn? Okay, da ist einer drin, ne? Kann man ihn abschießen? Okay, jetzt wird's ein bisschen wild. Ey, der klaut mir meine Gems, Gems. Okay, abgeschossen. Auch abgeschossen. Deswegen wahrscheinlich Coaster Combat, ne? Es geht aber ganz schön lange. Aber wir fahren mal nach links. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Oh. Das geht echt lange, Leute. Das sieht aus wie Ende, ne? Genau. Okay, ich hab's geschafft. 70%. Easy. Okay, jetzt könnte ich direkt nochmal. Oder ich kann halt ins Main-Menü. Gut, es war ziemlich blass, der Level, muss ich sagen. Also es fehlt ein Kontrast und so. Es sollte wohl ein bisschen nebelig sein.
Fand ich optisch jetzt nicht ganz so den Kracher, aber wir schauen uns mal die anderen Bahnen an. So, dann haben wir Pirate Paradise, mache ich natürlich auch wieder ein Easy und ab dafür. Aber für einen Zehner geht das auch nicht völlig in Ordnung, ne? Er lädt und lädt. Gut, das ist wieder genauso blass wie das andere. Shoot all the coins. Das ist eigentlich schade, also es fehlt der Kontrast, das muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst hier draußen ist kein Kontrast zu sehen. Aber es macht Fun. Erschossen. Ich weiß nicht, wie man hier alle 100 Dinger treffen soll. Also das ist ja fast nicht möglich. Ich muss auch schon genau gucken, wo die alle sind, ne? Jetzt habe ich die Weiche zweimal geschossen. Das alte Piratenschiff, das sah jetzt cool aus, recht? Ach, die muss ich auch nochmal abschießen, wenn die da rausfahren. Ich dachte, die habe ich dann automatisch. Komm schon, komm schon. Ach, den habe ich nie gesehen da unten. Ah, shit. So, weiter geht's, weiter geht's. Okay, die Vögel kann ich auch abschießen. Ob das Punkte gibt, weiß ich nicht. Das ist wieder Schluss. Und auch hier ist es noch ein bisschen blass, muss ich sagen. Also mir fehlt wirklich so ein bisschen der Kontrast. Aber okay. Guck mal, Leute, fast alle. 92%. Gar nicht so schlecht, ne? Main-Menü. So, ja, jetzt kommt wieder, was ich ja mag, ne? Was Gruseliges, aber egal. Das wird schon nicht so schlimm sein. Wenn mir nichts ins Gesicht springt, alles gut. Also ich habe meine Uhr nicht ausgemacht, das ist gerade einmal gepiept, ne? Tut mir leid, Leute, sorry. Okay, das ist ein Sept All Souls, eine gruselige Burg. Hier fliegen mir 1000 Viecher entgegen. Okay. Ich hab Zauberstäbe, guck mal. Und Harry Potter. Das gefällt mir von den drei Bahnen bis jetzt am besten. Kann man dann nicht. Aber da war. Ah. Der Lauf geht, glaube ich, nicht so gut. Wow. Ich sehe keine Seelen mehr. Ich treffe hier nicht.
schon. Hallo! Hallo! Ah, scheiße, was soll denn das? Hast du dir so gedacht, ne? Hab ich? Ist das zu Ende? Das war's, ne? Okay. Auch die Bahn ist okay. Also die fand ich jetzt am besten von allen. So schlecht war ich gar nicht. Silbermedaille. Okay, maybe. Ich weiß noch nicht, wann ich diese andere Bahn da freischalte. Rechts, diesen Gold Rush. 1 von 10. Okay. Also das werde ich dann in dem Video nicht mehr schaffen. Neon Knight. Ab dafür. Also für einen 10er finde ich das wirklich völlig okay, das Ding, muss ich sagen. Die Ladezeiten sind ein bisschen länger. Okay, jetzt habe ich so. Lass das. Shoot all credits. Piss. Wow! Das ist aber schnell, Leute. Das gefällt mir. Das ist geil. Wow. Das ist optisch natürlich jetzt sehr schlicht gehalten. Ah! Tron-Motorrad gehabt. Was ist so schnell? Ich treffe die Credits hier gar nicht so. Hab ich. Boah, aber das ist echt, die alle zu sehen und zu treffen. Echt nicht einfach. Hat so ein bisschen was von Wipeout. Hab ich noch geschafft? Ach, scheiße. Also Motion Sickness bekomme ich nicht, muss ich sagen. Also es geht mir jetzt nicht in den Magen oder so. Alles okay. Ach, den Stern nicht gekriegt. Das war cool. Also wie gesagt, optisch ist das sehr simpel gestrichen, das seht ihr. Aber das tut dem Ganzen irgendwie keinen Abbruch. Silber oder was habe ich bekommen? Silber, ne? Okay. Gut. Ich glaube, man muss immer Gold haben, ne? Auf jedem Level. Das sind ja 5. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Also 5-mal Gold easy, 5-mal Gold auf, was ist das? Hard. Und dann habt ihr die jetzt freigeschaltet. Also da müsst ihr aber ganz schön lange spielen. Dann sehen wir das auch. Seht ihr, ich habe Silber, Silber.
Da habe ich eine goldene. Da habe ich noch eine bronzene. So, Extreme Downhill Warning. Ich bin gespannt. Dann nehmen wir die fünfte natürlich jetzt auch noch mit. Und habt ihr alle Bahnen gesehen? Dann könnt ihr besser entscheiden, ob ihr euch das kaufen wollt. Bin ja mal gespannt, ob ich jetzt so Yeti-Pranken habe oder irgendwie sowas. Mal gucken. Nee, fast. Set all crystals. Oh, das sieht cool aus, das gefällt mir. Ah, es geht schön aufwärts. Okay, er bleibt stehen. Och nö. Wow. Ah je. Das ist geil, also das ist ein cooles Gefühl. Also vom Fahren ist das nicht bis jetzt. Das ist die ganze Bahn vom Fahren, ehrlich. Der Yeti? Jetzt habe ich deswegen so ein Kristall hier nicht mitgenommen wegen dem Yeti. Ah! Wow! Hallo, ich falle hier runter. Aha. Ah, shit. Das gefällt mir, ehrlich. Was war das denn? Wow. Reicht ja sogar für Gold. Wow. Ah. Das war's, ne? Jo. Oder auch nicht, doch. Der endet aber sehr fies, doch eine goldene. Der endet aber verdammt mies. Ja, ist gut. Okay, also vom Fahren fand ich die jetzt echt am geilsten, muss ich sagen, diese Bahn. Und ihr könnt die natürlich auch, habe ich euch ja gezeigt. Jetzt könnt ihr nur fahren, dann könnt ihr echt die Fahrt nur genießen, braucht ihr nicht schießen. Das fand ich von der Atmosphäre am besten, muss ich sagen. Das vom Fahren, wie gesagt, das war okay, es hatte was. Und die zwei, die sind mir nicht so in Erinnerung geblieben, das muss ich so sagen. Ja, also im Grunde habt ihr jetzt so lange Spielspaß, bis ihr überall Gold geholt habt. Ja, also 10-mal fahren, minimal. Und dann könnt ihr die hier freischalten. Ja, was das ist, Win Special Rewards in Gold Rush, Gain Access to Gold Rush by Getting a Gold Medal on All Rides and Difficulties. Ja, also müsst ihr ein bisschen lange spielen, aber ich glaube, wenn man das ein paar Mal gezockt hat, dann weiß man irgendwann auch, wie und wo man schießen muss. Dann hat man das relativ schnell freigeschaltet. Ja, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen. Also für einen 10er, finde ich, geht das völlig in Ordnung. Das ist wirklich lustig, muss ich sagen. Die Fahrten haben Spaß gemacht und da kann man eigentlich nicht meckern. Also für einen 10er bekommt ihr da 5 coole Achterbahnen, falls ihr nicht schießen wollt. Ne? Und ja, dann bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Schlecht ist mir jetzt nicht geworden. Ich muss den Controller hier woanders hinlegen. Ich will den mal auf. Also schlecht ist mir nicht geworden. Also es ist mir jetzt nicht in den Magen gegangen, diese Fahrt. Das war völlig okay. Und ja, vielleicht ist das ja vielleicht für den einen oder anderen was für euch, dieses Ding.
Ja, habe ich schon gesagt, danke fürs Zuschauen, weiß ich nicht, ist egal, danke fürs Zuschauen, lasst mir ein Däumchen da, würde ich mich natürlich riesig freuen. Und wenn mein Kanal noch nicht abonniert hat, darf natürlich gerne ein Abo dalassen, auch da würde ich mich riesig freuen. Und ansonsten, vergesst bitte meinen Discord-Server nicht, da sind mittlerweile über 100 Leute, Gleichgesinnte, und ihr könnt gerne dazukommen, würde ich mich freuen. Dann bis zum nächsten Video, euer Sascha, macht's gut Leute, ciao!